Millionen Spielefans in aller Welt werden die nächsten Monate in virtuellen Höhlensystemen und Palastruinen verbringen und per Mausklick gegen Geister und Unholde kämpfen. Diablo 2 versetzt den Spieler in eine Fantasy-Welt, in der das Gute gegen das Böse kämpft und, viele Stunden Training vorausgesetzt, auch gewinnt. Doch so ein Tag der Aufwand, Diablo 2 zu entwickeln, war enorm. Rund 1000 Programmierer, Grafiker, Komponisten und Spieletester arbeiteten mehr als 3 Jahre, um Diablo 2 zu verwirklichen. Allein die computeranimierten Spielfilmsequenzen setzten die Personalstärke und Prozessorpower von Weltraummissionen der NASA voraus. Über 50 Millionen Mark Produktionskosten verschlang Diablo 2. Ein Aufwand, der sich nur rechnen kann, wenn das Spiel weltweit ein Erfolg wird. Aus diesem Grund erscheint es in 16 Ländern gleichzeitig, auf allen Kontinenten der Erde, in 8 Weltsprachen übersetzt. Bei den Spieleproduzenten Blizzard und Havas Interactive ist man überzeugt, dass sich der Aufwand lohnt. Die ersten Hochrechnungen sagen, dass Diablo 2 Minimum 100 Millionen Dollar Umsatz generieren wird für Blizzard und damit Havas Interactive. Und so werden in diesem Sommer allein in Deutschland einige 100.000 Fans den Freibädern fernbleiben und gegen Ungeheuer kämpfen.